Gott. Ja, es kommt schon wieder ein Haul. Was soll ich euch sagen? Kann man hier nichts mehr dazu sagen, glaube ich. Ich war beim DM hauptsächlich. Ein bisschen was habe ich mir auch von Müller gekauft, aber das meiste habe ich schon weggeräumt, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich eigentlich kein Haul-Video mehr drehen wollte, weil ich mich selber nicht mehr dran kann mit dem dauernden Haul-Videos. Aber okay. Ich war beim DM und habe mir gedacht, okay, ich zeige euch die Sachen doch, weil ich war jetzt schon lange nicht mehr beim DM und ich werde auch die Sachen dann auch anschließend gleich wegräumen, damit aus den Augen aus dem Sinn, ihr wisst ja. Ja. Aber ich war eh brav, würde ich jetzt sagen. Ich bin eigentlich mit dem Gedanken reingegangen, noch mehr Geld auszugeben bei DM, weil ich halt extrem lange nicht mehr dort war und ja, dauernd auf Instagram so viele Neuheiten sehe oder mir YouTube-Videos anschaue, wo viele Neuheiten sind und irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht schaue ich nochmal beim Bieber vorbei, um da mal so ein bisschen gucken zu gehen, weil irgendwie, oder noch Klamotten oder so vielleicht, weil ich habe mir das nochmal nachgekauft, das ist so ein Sport T-Shirt von Decathlon. Decathlon heißt das Geschäft so? Ich glaube, ich weiß nicht. Sport BH habe ich mir auch gekauft, weil den finde ich echt genial. Ja, und dazu die passende Hose von dem Sport BH habe ich mir auch gekauft, die habe ich gerade an, ich liebe sie. Und auch beim C&A, glaube ich, waren die Dani und ich. Weil der DM-Haul kommt nämlich von dem, wo die Dani und ich unterwegs waren. Und da habe ich auch beim C&A Uffi gekauft, aber eher was zum Schlafen gehen, also so ein Oberteil und eine Hotband, mit dem ich halt pennen gehen kann. Klingt ein bisschen komisch jetzt, aber ich habe es mit dem Schwarz und den, vielleicht zeige ich es euch doch noch. Soll ich es euch zeigen? Ich zeige es euch, glaube ich. Ich glaube, ich zeige es euch dann noch. Dann wird es also ein Fashion- und Beauty-Haul. Ich glaube, ich zeige euch die Sachen. Ich habe mir nämlich ein urschönes Oberteil auch gekauft. Also ich glaube, ich zeige es euch. Fangen wir mal mit den Beauty-Sachen an und dann mal gucken, wie lange es wird und dann zeige ich euch vielleicht die Fashion-Sachen auch noch. Da habe ich ja eh schon lange nichts mehr gezeigt. Das riecht so geil aus der Verpackung raus. Das ist echt so unpackbar. Und ich finde die Verpackung so geil. Die Verpackung ist auch so mega geil. Ich habe irgendwo noch das Blaue, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das habe. Das ist so ein Wäscheparfüm. Ihr wisst ja, ich mag das. Ich komme aber mit sowas extrem lange aus. Aber weil ich gesehen habe, DM hat sowas, habe ich mir das jetzt auch gekauft. So sieht es aus. Golden Feeling, glaube ich, heißt das. Ja. Und das riecht so geil. Schon aus der Verpackung raus. Das ist unmöglich. Dann gibt es ja aktuell diese Limited Edition. Das Rasiergel hatte ich ja schon, das habt ihr in meinem Aufgebraucht-Video ja gesehen. Und ich habe mir das halt einfach nachgekauft, weil ich es einfach nochmal haben wollte. Ich habe mir ein Bild, ich habe zwei gekauft, aber ich habe doch nur eines. Also, ich finde das nicht schlecht. Ich finde das wirklich nicht schlecht. Ich mag das echt gerne. Und deswegen habe ich gesehen dann, dass es ein Duschpeeling davon gab. Und deswegen habe ich mir das auch noch gekauft. Habe es mir halt zweimal mitgenommen. Ich hoffe, das war kein Fehl. In der Verpackung riecht ziemlich gut. Ich hatte nämlich schon mal eins mit so blumigen und das fand ich nicht so gut. Das habt ihr mal in einem Aufgebraucht-Video von mir gesehen. Das fand ich dann nicht so toll, aber bin gespannt, wie das ist. Ich habe es ja noch nicht probiert. Da habt ihr das zweite. Ich habe mir dann noch von dem Wäscheparfüm, von dem Denk mit, das Sensual Fresh gekauft. Und ich will alle drei aufmachen. Ich habe noch das Lenore auch. Das habe ich jetzt wieder im Badezimmer stehen lassen, ich Trottel. Ich habe das von Lenore auch in Gold. Das ist auch urgeil. Also die Wäsche, ich habe gestern Wäsche gewaschen, die Wäsche riecht urgut danach. Also ich liebe das. Ich weiß, Umwelt, bla bla bla, aber ich mag es einfach. Lasst es einfach stecken. Lasst es stecken, Leute. Seife habe ich auch beim DM mal von Balea mal gekauft, weil ich habe ja immer nur die Aveo und habe mir gedacht, komm, jetzt nimmst du mal zwei von Balea mit. Habe mir die Ginger Lemon gekauft, weil die habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, ist mir aufgefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du halt mal die mal wieder mit und dann habe ich noch die hier gesehen, die hat mir die Tanja gezeigt. Die hier, die ist ja riesengroß, oder? Also mit der komme ich ewig, glaube ich, aus. Himbeer und Magnolie habe ich mir auch mitgenommen. Die ist riesengroß. Das ist abnormal. Aber Seife können wir ja immer brauchen. Dann werfe ich hier noch zwei Sachen vom Müller rein. Weil eigentlich wollte ich ja nur ein DM-Haul machen, aber das, ach, kann man, naja, drei sind es eigentlich. Ich habe da noch irgendwo was. Wo ist es? Da. Ich habe mir ein Trackle oder Trestle Moon Dusch. Na, nur Peeling. Das ist ja nur ein Körperpeeling. Genau. Zitrone Rosmarin heißt das gekauft. Und das finde ich riecht wie die gelben Nimm 2 Zuckerl. Exakt so wie die gelben Nimm 2 Zuckerl. Und deswegen musste ich es mitnehmen. So für den Sommer. Obwohl ich ja eh so viel habe. Dann habe ich mir die beiden hier genommen von Müller. Es gibt jetzt von Asam die Peelings bei uns bei Müller. Und ich habe mir die mitgenommen. Ich habe sie auch schon aufgemacht, weil ich wissen wollte, wie sie riechen. Und ich liebe das. Also da kommt schon der Duft so entgegen. Der Duft ist so gut. Das ist ein Wahnsinn. Das riecht wie diese Haribo Pfirsich. Kennen Sie die? Boah, das riecht so gut. Ich habe das vergessen. Ich wollte das heute ausprobieren.
Habe aber vergessen, mir das in die Badewanne mitzunehmen. Ich war aber heute schon baden, so ein bisschen so ein Entspannungsbad drinnen und ja. Und habe halt vergessen, das Peeling auszuprobieren. Vielleicht gehe ich heute am Abend duschen und probiere es nochmal. Körperpflege, Leute, Körperpflege. Man kann auch öfter duschen gehen. Ich will nämlich unbedingt dann noch mich einschmieren, eigentlich auch. Habe ich heute vergessen, schon wieder mal. Und eigentlich wollte ich noch meine Bodylotion benutzen vom Elisa Abduft, weil ich eigentlich wohin fahren wollte, aber das ist jetzt doch nicht so. Also, ja. Egal. Ich habe dann noch von Asam noch ein Peeling. Das Vanille habe ich mir auch genommen. Sieht so aus. Das riecht auch gut. Das riecht exakt so wie diese Dani plus Sahne Pudding. Urgeil, jetzt krieg ich es nicht auch so. Das riecht auch so extrem, dass das gleich dir entgegenkommt. Aber es sind halt relativ teure, kosten 8,99. Das ist auch eher so ein öliges Peeling. Sieht man das ein bisschen? Ja, gell? Das riecht so gut. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht beide ins Badezimmer stelle, weil ich unbedingt wissen will, wie die sind. Weil dann würde ich mir sogar vielleicht ein Backup kaufen. Weil ich finde die gar nicht so schlecht. Ich muss überlegen. Vielleicht stelle ich mir heute die ins Badezimmer und mal schauen, ob ich mir dann ein Backup kaufe. Aber die riechen echt gut. Weil mein Wasserspray, hört ihr, bald leer wird, habe ich mir ein Backup gekauft. Habe mir aber diesmal den Aloe Vera gekauft. Ich hatte ja vorher diesen grünen Tee Jasmin. Ja, den finde ich auch gut. Aber ich wollte mal einen anderen haben. Eigentlich habe ich mir überlegt, ob ich nicht wieder denselben nehme. Weil den fand ich eigentlich gut. Aber dann habe ich den Aloe Vera gesehen und dachte, dann nehme ich den. Ich finde die Verpackung auch so arg von denen. Also Verpackung kann Balea noch immer extrem gut. Also das ist Wahnsinn. Also das ist aber fast leer. Ich benutze das halt, um den Beauty Blender anzufeuchten. Ich weiß, braucht man nicht unbedingt, aber ich bin ehrlich gesagt zu faul aufzustehen und mir nass zu machen. Und deswegen nehme ich diese Wassersprays dafür. Und ich komme ewig damit aus. Also da ist auch 150 Milliliter drin. Ich komme wirklich so lange damit aus. Und ich mag die. Also ich finde die gut. Und hin und wieder sprühe ich es mir auch so drüber auch. Also ich habe eigentlich hauptsächlich fast nur die Eigenmarke gekauft, fällt mir gerade aus. Ich habe mir dann noch zweimal den Rasierschaum mitgenommen, den habe ich gesehen, der ist, also für mich war er neu, ich weiß nicht, ob der schon lange im Sortiment ist, ich bin schon ewig nicht mehr beim DM gewesen, wie man hört. Rasierschaum Peachy Rose. So sieht der aus. Mir ist gerade wieder was runtergefallen, ist ja nichts Neues. So sieht der aus. Den finde ich echt interessant. Man riecht leider nichts, aber ich bin echt gespannt, wie der ist. Ich habe gerade meine gratis Mundspülung fallen gelassen. Ich war ja mit der Tanja unterwegs, wie wir beim DM waren. Und sie hat die Mundspülung auch bekommen. Ich habe gedacht, wenn ich die nicht kriege, gibt es Zunder. Und dann hat es mir aber eh dann gegeben, die Kassiererin. Ich wollte das auch unbedingt haben. Ich weiß, ich bin ein kleiner Schnorrer, aber warum auch nicht? Ich habe genug Geld beim DM ausgegeben. So sieht die aus. Die war gratis dabei. Ich finde das auch gut, wenn man mal was vom DM gratis kriegt. Weil ich bin auch so großzügig mit den Proben. Also will ich auch was haben. So. Badezusätze habe ich mir auch gekauft und dann hole ich schnell die Klamotten. Aber ich zeige euch noch vorher das hier. Ich hatte im Adventkalender, in dem Bio-Adventkalender, so eine Schokocreme-Zartbitter. Die hier. Ich habe sie mir nachgekauft. Ich fand die so gut, weil sie eben nicht so süß war. Und deswegen fand ich die extrem gut. Die war wirklich gut. Und ich habe mir gedacht, okay, dann nimmst du die mit. Ich habe urlang überlegt. Ich habe, glaube ich, die Tanja schon extrem genervt damit, weil ich mir nicht sicher war, ob ich sie jetzt nehmen soll oder nicht. Aber ich habe sie mir dann doch genommen. Die war nämlich in meinem Kalender drin und die war wirklich gut. Badezusätze mussten natürlich auch wieder mit. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass es eher so frühlingshafte sind. Also die mag ich ja extrem gern. Die habe ich vor kurzem auch, glaube ich, wieder aufgebraucht. Die mag ich wirklich, wirklich gerne, diese Badeperlen. Aber da gibt es, glaube ich, nur noch die Sorte. Also ich habe nur die gesehen. Diese mit Orchidee und Vanille. Das war die einzige, die ich gesehen habe. Habe ich mir aber zwei mitgenommen. Dann habe ich mir das Badepuder mitgenommen, weil das habe ich vor kurzem auch aufgebraucht und fand das auch gut. Sieht so aus. Habe ich mir auch nochmal zweimal mitgenommen, weil ich halt nicht so oft zum DM komme. Und dann das No Rain, No Rainbow. Habe ich mir auch genommen. Zweimal. Weil ich mir dachte, ich komme eh nie zum DM. Also nehme ich mir die nochmal mit. Die sind nicht schlecht gewesen, alle drei. Beim C&A waren die Tanja und ich auch. Und ich zeige euch die Sachen nur so kurz. Weil ich glaube nicht, dass euch das wirklich interessiert. Ich habe mir ein paar Sachen zum Schlafen gehen gekauft. Weil ich will meinen Kasten dort hinten, der ist an der Ecke, mit diesen Schlafsachen aussortieren. Weil das ganz, ganz alte Sachen sind und ich die einfach nicht mehr schön finde. Und ich habe da beim C&A, wo wir waren, sehr schöne Sachen gefunden. Irgendwo habe ich davon noch das Oberteil. Ich habe es jetzt mal ausgeräumt, das war, glaube ich, gescheiter.
So, ich zeige euch jetzt mal die Kombi. Ich habe mir einmal da die Hotbin gekauft. Dann das passende... Boah, das stinkt nach dem Geschäft. Grauslich. Muss ich unbedingt waschen. Einmal dazu passend das Oberteil. Das sieht so aus. Mir gefällt das auch hinten so gut. Seht ihr das? Ich finde das so schön. Dann, ich hole es kurz in die Tüte wieder zurück. Habe ich es mir natürlich in Schwarz mitgenommen, weil Schwarz ist ja meine Farbe. Ich hoffe nur, dass mir halt eben passt, aber ich glaube schon. Da ist es in Schwarz. Passend dazu wieder das Oberteil. Da gab es urviele Varianten. Ich habe halt Rot, Schwarz und das mit den Blümchen genommen. Da habt ihr wieder dasselbe Design hinten. Und in Rot habe ich es mir nur so genommen, nur das Oberteil, weil ich habe eine Hotband. Und das Problem ist, das Oberteil ist mir kaputt gegangen. Und ich müsste gucken, ob ich selber reparieren kann, das Oberteil. Müsste ich wirklich gucken, aber ich habe gar nicht gesehen, dass es so teuer ist. 14,99. Upsi. Aber ich wollte es unbedingt haben. Mein Gott, man könnte ja sonst nichts. Es hat auch halt dieses Spitzending. Ich finde das so schön. Und ja, in Rot habe ich mir nur das Oberteil noch genommen, weil ich die Hotband noch in der Wäsche habe. Weil da habe ich ja, ich habe nämlich so einen schon gehabt, aber da ist mir der Träger abgerissen. Dann habe ich mir eine dunkelblaue Hose gekauft. Ich hoffe, man kann überhaupt erkennen, dass sie dunkelblau ist. Oh ja. Eine dunkelblaue Hose habe ich mir gekauft. Auf sie bin ich so, so neugierig. Ich freue mich voll schon auf die. Ich habe mir auch, glaube ich, eine zweite gekauft. Ich hatte zwei. Okay, ich habe jetzt nochmal auf die Rechnung geschaut. Ich habe doch nicht zwei dunkelblaue genommen. Ich habe dreimal die schwarze Hose gekauft in 44, was mich wundert, dass ich da reinpasse. Dreimal die schwarze, weil ich die für die Arbeit eben brauche. Und einmal die dunkelblaue. Ich habe mir nämlich gedacht, ich habe mehrere genommen, aber ich habe es mir dann eingebildet. Aber egal. Ich habe eh genug Geld. Ja. Arbeitshosen habe ich gebraucht, weil meine anderen sind alle kaputt. Und ich war so froh, dass sie wieder aufgesperrt haben. Wirklich. Für Leute, die die ganze Zeit arbeiten waren, so wie ich, in allen drei Lockdown, meine Haare schon so schlimm aus, die hatten es nicht so einfach, würde ich sagen. Also meine ganzen Arbeitshosen, ich habe ja nur drei, glaube ich, und eine ist eher so gut drei Viertel, die ist eher was für den Sommer, weil die ist auch gut dünn. Die ziehe ich nicht mehr an, ich bin halber erfroren, wie ich damit in die Arbeit gegangen bin. Und die andere, die wird in der Mitte, zwischen den Beinen, kriegt die schon so... wird die schon so, wie soll ich das erklären, da wird der Stoffschuh komisch, dass sie bald reißt und die andere ist komplett im Arsch, die habe ich glaube ich hier schon weggehaut. Oder habe ich die andere zuerst weggehaut? Ich weiß es nicht, fragt es mich nicht. Aber ihn dann habe ich vor kurzem auch weggehaut, eine alte. Ja, muss halt sein, weil, was soll ich euch sagen, wenn die Geschäfte zu haben und man muss arbeiten gehen und man hat dann keine Arbeitssachen mehr, das ist echt anstrengend. Ich habe aber noch ein Oberteil, wo habe ich denn das? Ich habe das vergessen, Moment kurz. Dachte ich mir schon, dass ich eins vergessen habe. Wir waren noch im Orsi auch kurz drin und ich habe das Oberteil da gesehen und ich habe mich so in das verliebt. Man kann das ein bisschen schwer erkennen, oder? Ich hoffe, man kann ein bisschen was erkennen. Ich fand die Ärmel halt auch so schön und ich wollte das unbedingt haben. Das war relativ... Ja, es hat 18 Euro kostet, günstig war es jetzt nicht. Aber ich fand das so, so schön, wegen dem Muster da bei der Brust an und wegen der Spitze. Ich fand das so schön, mir hat das so gut gefallen, ich musste das unbedingt haben. Richtig gestört. Aber okay. Irgendwie ist der Wurm heute drin. So, ich habe mir dann noch Badebomben gekauft, eine Arbeitskollegin hat mir die gezeigt. Badebomben Kräutergarten. So sehen die aus, von der Marke Beauty. Die waren jetzt nicht gerade so günstig, ich glaube die haben 4,45 oder so kostet. Aber ich fand die urgenial, weil du kannst sie aufmachen und dann wieder, ist so wieder verschließbar. Und drei Sorten, glaube ich, gibt's. Ich hoffe, ich raschle jetzt nicht so viel rum. Ja, drei Sorten gibt's. Ich habe nämlich, also jeweils zwei Stück gibt's von jeder. Von der grünen habe ich dann noch eine zweite drin, aber die habe ich noch nicht benutzt. Aber die rosene habe ich schon benutzt. Das war mit Rose. Die ist mit Lavendel, die lilane. Da mag ich halt diese Blüten dann nicht in der Badewanne. Das hat mich extrem gestört. Bei der Rose hat es mich nicht gestört, aber bei dem schon. Und das... kann ich nicht erkennen. Aber die riecht extrem gut, die Grüne. Und ich finde das Grün auch so schön. Also das ist so richtig, das schreit nach Schee. Die lösen sich halt schnell auf in der Badewanne. Ich habe jetzt den Sacker wieder zumachen, weil ich habe beim Gräden zu viel geraschelt. Für eine optimale Badegenuss 10 bis 20 Minuten. Okay. ja, ich finde die nicht schlecht. Ich finde die wirklich nicht schlecht. 6 Stück sind da drinnen, also... ich finde die vollkommen okay. Da steht ja auch... ah, da steht sie auch. Mit Rosenblüten, Grün-Teeblüten,
Grünteeblättern, ich kann nicht mal lesen, und Lavendelblüten. Also ist das andere Grünteeblätter. Okay, dann weiß ich jetzt, welche die grünen sind. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Also die grünen habe ich ja noch nicht benutzt, die rosen und die lilanen schon. Und die rosene fand ich super, aber die lilane so, ne, weil ich nicht halt ein Lavendel-Fan bin, aber ja. Fand ich gut. Fand ich wirklich gut. Ich hoffe, die haben wir noch, weil ich will die mir nachkaufen. Ich meine, ich habe sie zwar noch, aber ich will die mir dann nachkaufen. Ich fand die echt, echt gut. Ich finde es so cool, dass da so viele drin sind. Sie sind halt keine Lush-Badebomben, da brauchen wir ja nicht diskutieren drüber, aber sind trotzdem gut. So, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt 100 Mal schneiden muss, weil ich mir jeden Scheiß aufschneiden habe müssen, aber okay. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich finde es vollkommen okay, was ich gekauft habe. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich finde es vollkommen okay. Aber dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!